Weil ich das so sauber mit dem Tafelwischen mache, muss ich mir alle 3 Tage die Hose waschen, weil ich immer voll gespritzt bin mit irgendwelchen Kreidespritzern. Furchtbar. Und ich habe doch nur eine Hose. Okay. So, wir haben eine Schubspiegelung. Die sieht ja offensichtlich so aus. Ne? Wir haben hier die Spiegelung an 2 parallelen Geraden, A und B. Und anschließend eine Spiegelung an einer dazu senkrecht stehenden Gerade C. Und den Punkt nennen wir mal A und den Punkt nennen wir mal B. So, okay. Und wir haben hier die Verkettung A. Wir spiegeln das an A, dann an B, dann an C. Ich mache es vielleicht gerade mal mit so einem Dreieckchen hier drin, ne? Ah, ich darf jetzt nicht A nennen. Ach, ist egal. Punkte brauchen wir nicht unbedingt. So. Naja, okay. Gut. Kurz skizziert Schubspiegelung. Jetzt spiegel ich erst an A, dann an B und dann an C. Und normalerweise ist ja so, die Reihenfolge ist total wichtig. Wenn ich jetzt einfach die Reihenfolge von Achsen vertausche im allgemeinen Fall, dann kommt was anderes bei raus. Bei der Schubspiegelung nicht. Da können wir noch so ein paar andere Reihenfolgen wählen oder andere vielleicht auch zusammen, Achsen zusammen betrachten und als als andere Kongruenzabbildung. Also wenn ich zum Beispiel Folgendes mache, ich betrachte A und B zusammen und dann C. Was ist A und B? Ja? Die Parallelen sind A und B. Also wenn ich jetzt an 2 Parallelen spiegel A und B, was ist das? Nee. Eine Verschiebung, genau. Also, das ist gleich eine Verschiebung um einen bestimmten Vektor. Dann verknüpfen wir C und V. Der Betrag von V ist gleich das Doppelte des Abstands von der Strecke AB. Ja? Ah, Moment. Aus der Tafel rausgerutscht. Okay, gut. Was kann ich noch machen? Welche kann ich noch zusammen betrachten? Oder kann ich irgendeine Reihenfolge ändern? Ja, genau. Wir können auch erst an C spiegeln in diesem Fall und dann verschieben. Das geht auch. Also erst an C und dann an A und dann an B. Das wäre sozusagen das hier. Kommt das Gleiche bei raus. Ob ich erst verschiebe und dann die ganze Ebene klappe oder erst die ganze Ebene klappe und dann verschiebe, ist egal. Was ich aber nicht machen darf, ist A und B vertauschen. Sobald ich A und B vertausche, verschiebe ich in die andere Richtung. Dann kommt nicht das Gleiche bei raus. So, was kann ich noch machen? Gibt es noch andere Betrachtungen der Schubspiegelung? Was passiert denn, wenn ich B und C als zusammengehörig betrachte? Genau. A, B mit C verkettet, ist eine Punktspiegelung am Punkt B. Das kann man so schreiben, A verkettet mit einer Punktspiegelung am Punkt B. Ja? Ne, das sind 2 Geraden, die sich im 90-Grad-Winkel schneiden, das heißt eine Punktspiegelung oder eine Drehung um 180 Grad. Also ich kann erst an A spiegeln und dann eine Punktspiegelung machen an Punkt B.
Kann ich noch irgendwie die Reihenfolge ändern vielleicht? Also wir haben jetzt erst A, dann B, dann C oder erst C, dann A, dann B. Gibt es noch eine andere Reihenfolge? Ja? Richtig, das geht auch. Und ich kann das hier rüber, dann da runter und dann wieder darüber. Also erst A, dann C, dann B. Und wenn ich jetzt A und C miteinander betrachte, was wäre das? Ja? Ich mache eine Punktspiegelung an A und dann spiegel ich nochmal an B. Genau. So, ich glaube, das war's. So. So kann man eine Punktspiegelung, eine Schubspiegelung betrachten. Und manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man sagt, ah, also zum Beispiel, wenn man eine Schubspiegelung verkettet mit einer Punktspiegelung, es kommt eine Punktspiegelung danach, dann ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man sagt, okay, die Schubspiegelung ist ja auch eine Achsenspiegelung mit einer Punktspiegelung, dann kommt nochmal eine Punktspiegelung und zwei Punktspiegelungen verkettet sind eine Verschiebung und so. Naja. Oh, jetzt folgt mir gerade wieder die Kamera unabsichtlich. Ja. Ja. Ja, genau. Also in dem Buch wird bei Krauter-Bescherer wird hier ein Strich drunter gemacht, wenn man sagt, das ist nicht die Gerade, sondern die Spiegelung an der Gerade. Also es ist eine Abbildung. Genauso könnte man jetzt unter B einen Strich machen, sagen, das ist die, nicht der Punkt, sondern die Spiegelung an dem Punkt. Also ja, also ja, also ich habe, genau, das ist sozusagen, ich habe mich drüber hinweggesetzt und sagt, das ist, ich weiß, was ich damit meine an der Stelle, aber wenn ihr da eine sauberere Trennung haben wollt, was ich verstehen kann, weil es mathematisch sauberer wäre, dann könnt ihr auch gerne Striche drunter machen und sagen, das ist jetzt die Spiegelung an A oder die Punktspiegelung an Punkt A oder so. Ja. Was meinst du, an welcher Stelle? Ja, also haben wir ja, also genau, wir wissen, A und C schneiden sich im rechten Winkel. Also ist das hier eine Punktspiegelung an A. Wenn ich an A und an C spiegel, ist es auch eine Punktspiegelung an A, an einem Schnittpunkt. Ja, das ist die Begründung. Und genauso bei den anderen Details, wir haben nur A und B sind parallel, also ist es eine Verschiebung und so. Okay.